Hallo meine lieben Freunde, herzlich willkommen zurück zu Vanishers Ghosts of New Eden. So, ich habe letzte Folge noch die letzte Puppe da gesucht und gefunden, meine lieben Freunde. Ich habe sie gefunden. Bekommen haben wir dieses Teil. Ist an sich nicht so verkehrt, hat vor allem hohe physische Resistenz. Die geht dann auf 46, glaube ich, sogar hoch, also... Ist nicht schlecht, ne? Und der nächste, wenn ein Angriff erfolgt pariert wird, ne, dann kann man einen schweren Angriff 100% Schaden machen. Ist ganz cool. Ich bin aber trotzdem jetzt bei meinem Gewändchen, weil ja. Hat sich so besser angefühlt. Weil wir allgemein die Werte da schon viel besser so beieinander haben. Jetzt machen wir hier die letzte, letzte Spukermittlung in Fort Jericho. Wenn es halt so ist, man kann sie nicht beschwören, ne? Bly Estate, Schild des Anwesens. Wie gesagt, ich weiß es ja noch nicht, ne? Es könnte sein, muss aber nicht. Aber auf laut Karte ist es die letzte Spukermittlung hier. Wenigstens schreiben an alle, die außerhalb der Mauern von Fort Jerichos leben. Die Angriffe auf unsere Gemeinde häufen sich und die Gegend wird immer unsicher, aber nach allem, was wir selbst durchstehen mussten, können wir keine Truppen tief ins Land entsenden. Bitten daher alle eindringlich hier bei uns in Fort Jericho Schutz zu suchen. Wir haben Rohstoffe und Nahrung zu Genüge. Es werden keine Ausnahmen gemacht, denn wir sind für die Sicherheit aller hier in Fort verantwortlich. Jeder Mann und jede Frau, die alt genug und wehrfähig sind, sollen sich unverzüglich vormelden. Captain Saul Pennington, Fort Jericho. Jetzt sind wir schon mal an einem Gebiet wieder, wo wir auch noch nicht waren. Ja, das führt uns tatsächlich dort überall hin. Perfekt, würde ich sagen. Okay, hier kann man wieder... Ich spüre etwas aus der Spektralwelt in der Nähe. Unsere Werte verbessern. War das gemeint, ne? Wahrscheinlich, weil es leuchtet ja. Egal, ich mach mal noch hinten die Truhe auf. Und dann kümmern wir uns um das andere da. Jetzt wäre ein guter Moment, um einige Worte der Macht auszusprechen. Nur zur Sicherheit. Ja, mach mal. Ich beschwöre euch jetzt! Das auch geschafft. Verstärkung! Schieß auf das Licht! Noch einmal, mit Gefühl! Tja. Na, ich hab Ausweich. Hau ab! Ja, wieso wechselt er nicht?
Bereit für den Einsatz. Ich spüre etwas in der Nähe. Okay. Da ist es schon, aber ja. Weiß schon. Haben wir auch das gefunden. Dann haben wir hier das schon mal erledigt. So, unsere Werte müssen jetzt an Bombe sein. Stärke gerade 200. Schön. Alles schön hochgepusht, sag ich mal. Nice. Gut. Gebracht, mich getötet. Wir sollten wohl mal ein Wörtchen mit ihrem Gemahl sprechen. Mhm. Wahrscheinlich, ja. Wahrscheinlich. Da bin ich gespannt, weil das ist sicher nicht so einfach zum Abschließen, würde ich sagen. Ich glaube nicht, dass der nur, also das ist so ganz dann unschuldig. Ich meine, ja, wenn Mord, gell? Wenn jetzt halt dein eigenes Leben bedroht wird oder dass da jemand oder jemanden, ne, du siehst, wie jemand da jemand versucht, jemanden zu töten und du dann einschreitest und dadurch jemand zu Tode kommt. Ist Mord, ist es, man, das ist ja dann auch kein Mord, das ist ja dann wirklich Selbstverteidigung, also Notwehr. Ist es eigentlich ein Mord nie gerechtfertigt, ne? Mhm. Der ist doch. Er sagt, er hätte keine Sünde. Schon der Rambo. Betrügt sich selbst. Die Wahrheit ist nicht in ihm. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er liebevoll und gerecht und vergibt uns unsere Sünden und reinigt uns von allem Übel. 1. Johannesbrief, Kapitel 1, wenn ich nicht irre. Ich weiß die Stelle nicht mehr genau. Vers 5? 8 und 9. Gott ist das Licht, in ihm wohnt keine Finsternis. Das ist Vers 5. Keine gute Zeit für eure Wiederkehr, Red McGrath. Ich bin nicht in Plauderstimmung. Wo ist Abigail? Ist eure Frau da? Ich habe sie nicht gesehen. Abigail ist tot. Ah. Mein aufrichtiges Beileid. Danke. Belassen wir es dabei. Und was immer ihr gehört habt, es stimmt nicht. Was hätte ich denn hören sollen? Was hätte ich denn hören sollen? Spart euch euren Spott. Ich weiß, was die Leute reden, was ihr alle denkt. Es war ein Unfall, ein furchtbarer Unfall. Ich will nicht weiter darüber reden. So schöne Augen, gell? Für jemanden, der gerade seine Frau verloren hat, wirkt er recht entspannt. Wie ist sie gestorben? Ein Unfall? Wie ist sie gestorben? Sie ist gestürzt. Sie stand an der Klippe und rutschte aus. Den Sturz hat sie nicht überlebt. Und nun lasst mich in Frieden. Er macht die Schotten dicht. Wir brauchen ein Druckmittel, um ihn zum Reden zu bringen. Das kriegen wir schon irgendwie hin. Februar 1665, meine liebste Abigail, ich muss an den Tag denken, an den wir uns zum ersten Mal trafen, damals in Selby. An dem Moment, in dem sich unsere Augen trafen und in dem mir bewusst wurde, dass ich die Frau gefunden hatte, mit der ich den Rest meines Lebens verbringen möchte.
Dass du meine Liebe erwidert hast, ist das Beste, was mir in meinem Leben je zugestoßen ist. Und ich weiß, dass es ab nun noch besser werden wird. Ich kann entweder mit dir zusammenleben oder gar nicht. Für immer dein, für immer mein, für immer wir beide, John. 15. April 1665. Meine Allerliebste, du kannst dir gar nicht vorstellen, wie sehr ich dich vermisse und wie sehr ich mir wünsche, du wärst in diesem Moment bei mir. Die Tage vergehen so langsam, wenn du nicht an meiner Seite bist. Keine Stunde vergeht, in der ich nicht an dich denken muss, aber das beweist mir nur, dass ich dich umso mehr liebe. Ich hoffe, deine Reise verläuft ohne Zwischenfälle und dass du so liebreizend und strahlend wie eh und je zu mir zurückkehrst. Bete jeden Tag zu unserem Herrn, dass er dich beschützen möge und ich weiß in meinem Herzen, dass er meine Gebete erhört. Bitte kehre rasch zurück. Kann es nicht erwarten, dich zu ehelich. Nichts wird uns je wieder voneinander trennen. Für immer dein, für immer mein, für immer wir beide, Abigail. 3. Dezember 1665. Meine liebste Abigail, du kannst dir gar nicht vorstellen, wie sehr mich deine Worte mit Freude erfüllt haben. Die Arbeit hier ist anstrengend und schmerzvoll, aber der Gedanke an dich erfüllt mein Herz mit Wärme. Ich kann es kaum erwarten, dich wieder in meinen Arm zu nehmen. Ich werde dir in ein paar Tagen wieder schreiben. Für immer dein, für immer mein, für immer wir beide, John. Liebesbriefe. So jung und voller Hoffnung. Ehevertrag. 13. Mai 1665. St. Thomas Church, Osbaldwick, York. Persönlich anwesend sind John Rumble, ja, Sohn von Alden Rumble und Blythe Rumble, geboren Leighton, wohnhaft in Osbaldwick, sowie Abigail Walker, Tochter von Odell Walker und der verstorbenen Rachel Walker, geboren Moraes, wohnhaft in Osbaldwick. Am heutigen Tage haben John Rumble und Abigail Walker aus eigenem Willen die Gemeindevereinbarung zur Pflichten und Vereinigung anerkannt und unterzeichnet, die wie folgt lautet. John Rumble wird Abigail Walker zu seiner rechtmäßigen angetrauten Ehefrau nehmen und Abigail Walker wird John Rumble zu ihren rechtmäßigen angetrauten Ehemann nehmen. Ort der Eheschließung ist die St. Thomas Church, Osbaldwick, in der Stadt York, North Yorkshire, England. Besagte zukünftige Ehefrau wird ab dem Tage nach der Eheschließung in das Zuhause des zukünftigen Ehemanns einziehen und alle ihre Habseligkeiten und ihren Hausrat in den Haushalt mitbringen und somit ihren Beitrag leisten, um ihres Anteils würdig zu sein. Gemäß den Gepflogenheiten der Gemeinde von Osbaldwick, York, wird mit der zukünftigen Ehefrau im Falle der Scheidung dieser Ehe durch den Tod die Möglichkeit eingeräumt, in der Gemeinde zu verbleiben oder sie zu verlassen. Dieser Vertrag wird in Beisein von Mount Rumble, Cousine von John Rumble, Alden Rumble und Blythe Rumble, geboren Leighton, sowie Hadley Walker, Halbbruder von Abigail Walker und Odell Walker, die alle in besagter Gemeinde leben, geschlossen. Schön. Muss Abigail gehören. Jeder trauert auf seine Weise. Ich weiß. Ja, was war da drin? Nix oder was? Stimmen aus der Vergangenheit warten darauf, gehört zu werden. Schon wieder. Ich nehme ein Echo in der Nähe wahr. Echo. Parken. Okay. Durch Zeit und Raum kann ich nun sehen. Und ich habe wieder einen stehen. Könntest du aufhören, jedes Mal vor mir wegzulaufen, wenn ich mit dir sprechen möchte? Sprechen ist was anderes, Abigail. Wir sprechen nicht miteinander. Schon lange nicht mehr. Du beschimpfst mich. Du putzt mich runter, Abigail. Ja, da hau ich ab. Du kümmerst dich um nichts. Nicht um mich, nicht um unser Leben hier. Ich gab alles auf, um dir an diesem gottverlassenen Ort zu folgen und dich kümmert es nicht, ob wir hierher passen. Wir sind hier wie eingesperrt. Ich könnte morgen tot sein und du würdest nicht einmal mit dir wegfahren. Du hast recht, das würde ich nicht. Ist mir alles egal. Warum haust du nicht ab und bringst dich um, damit ich endlich Frieden habe? Kein netter Geselle, wie sich herausgestellt hat. Ja, sie war nett. Ich meine, es ist... Ebenso wenig wie ein nettes Weib. Und doch ist sie diejenige, die tot ist.
Ja, und nur weil es jetzt das Opfer ist, deswegen muss ich nicht Mitleid haben, ich meine, komm. In einem Anflug von Wut forderte John Rambo seine Frau Abigail auf, sich das Leben zu nehmen. Ja. Das Wort hat dahergeplappert, wenn sie es wirklich tut, ich meine. Und wie er sagt, wenn, ich meine, ich weiß es ja nicht, ne? Wenn sie ihn immer niederputzt und runter macht, ich meine, dann hast du auch keine Lust zu reden. Und das ist ja auch sein Recht, ne? Ob man es glaubt oder nicht. Das ist die Weisheit dieser Geschichte. Januar 1695, Brief des Gouverneurs. Mein lieber John, verzweifle nicht. Satan führt uns in Versuchung, das ist wahr, doch unser Herr hat keine Sünde erschaffen, die wir nicht imstande sind zu überkommen. Die mag nicht immer leicht sein, aber wir sollten niemals vergessen, unsere Herzen Gott preiszugeben, erst mit uns, auf immer und ewig. Doch ich möchte dich beruhigen, diese unaussprechlichen sündhaften Träume, von denen du sprichst, diese unreinen Gedanken sind nicht so dramatisch. Du fühlst dich schuldig und das ist das Wichtigste. Unser Herr hat uns als schwache Geschöpfe geschaffen. Es liegt also in unserer Natur. Du musst beten und auf ihn hören. Er wird dir antworten, wie er es immer tut. Und als Freund möchte ich dir noch sagen, dass ich mir sicher bin, dass deine Frau mit dir früher oder später wieder den Beischlaf vollziehen wollen wird. Oder, und ich weiß, das willst du nicht hören, du wirst dich von ihr scheiden lassen. Wir sind seine Lämmer und er ist bei uns, um uns vor jeder Versuchung zu bewahren. In tiefster Freundschaft, Fairfax Haskell. Oh Mann. Abigail schlief wohl nicht länger im Ehebett und das hat ihn sehr verärgert. Na gut, das kann, ich meine, es kommt jetzt halt darauf an, aber das kann ich natürlich auch verstehen. Ne? Ich meine, so ein Mann, der will ja auch begehrt werden. John Rambo war frustriert, weil sich seine Frau Abigail weigerte, mit ihm den Beischlaf zu vollziehen. Für Puritaner ein Sakrileg. John hatte seine schmutzigen Träume schon vor Abigails Tod. Verständlich, wenn sie sich ihm verweigerte. Arbeitsvertrag an Mr. und Mrs. John Rambo unterzeichnet in New Eden, New England am 4. Dezember 1686 unter Jurisdiktion von Master Brigham. An diesem Tage, dem 4. im Dezember 1686, wird der Vertrag zur Übernahme der Kosten der Reise von York, England nach New Eden, New England im Austausch für 5 Jahre im Dienste von Mr. und Mrs. Benjamin Bly als Vorarbeiter in den Minen der Blys, respektive Dienstmädchen und Haushalt der Blys, also bis zum 4. Tage im Dezember 1691 geschlossen. Alle Parteien haben am oben erwähnten Tag und Jahr ihre Unterschrift unter diesen Vertrag gesetzt und genannter Vertrag bleibt bis zum Ende seiner Laufzeit im Besitz von Master Brian. Unterschrift von Bly und Rambo. Ein Schlüssel. Ein Schlüssel, den die Diener von Bly Manor benutzen. Ein alter Schlüssel? Wie praktisch. Mit etwas Glück öffnet er eine Tür in Bly Manor. John's Bible, erster Brief an die Korinther, Kapitel 7. 3. Der Mann soll seine Pflicht gegenüber der Frau erfüllen und ebenso die Frau gegenüber dem Mann. 4. Nicht die Frau verfügt über ihren Leib, sondern der Mann. Ebenso verfügt nicht der Mann über sein Leib, sondern die Frau. 5. Entzieht euch einander nicht, aus dem gegenseitigen Einverständnis und nur eine Zeit lang, um für das Gebet frei zu sein. Dann kommt wieder zusammen, damit euch der Satan nicht in Versuchung führt, wenn ihr euch nicht enthalten könnt. Entziehe sich nicht eins dem anderen. Ein Brief über unaussprechliche Träume, Schriften über eheliche Pflichten. Ich glaube, wir haben eine Spur. Es ist unfassbar sauber hier. Das fällt dir auf? Sagte die unordentlichste Frau der ganzen Welt. Spektralspuren am Bett. Daher stammen also Johns unaussprechliche Träume. Es scheinen noch Spuren hier zu sein. Lass mich mal. Wir sollten mit John über seine wunderbare Ehe sprechen.
Zuerst können wir hier mal das Lager nutzen. Wenn du dich ausruhen musst, dann am besten hier. Wir haben jetzt genug Bibeln für You Bachelor, oder was meinst du? Da fragst du die Falsche. Eine ist bereits eine zu viel. Achso, das kann man mehrmals abgeben bei ihm, oder was? Also, das ist schon das zweite Mal. Okay. Naja, wenn er es nimmt, wie ist es recht so? Gut. Jetzt möchte ich mal hier schauen. Dann mit dem John sprechen. Das muss die Klippe sein, von der John sprach. Sei vorsichtig. Okay, so wo sind wir jetzt genau? Was haben wir denn hier? Ein Zufluchtsort, abseits von allem Trubel. Ewiges Tagebuch 1. Ich habe erst kürzlich jemanden kennengelernt. John wird von Tag zu Tag gehässiger und ich kann es nicht ertragen, allein in seiner Gegenwart zu sein. In diesen Zeiten voller Zweifel tut es gut, jemanden zu haben, der mir hilft. Sie versteht, was ich fühle, meinen Schmerz und meine Wut. Und sie urteilt nicht über mich, sie hört mir zu, dadurch fühle ich mich besser. Hier ist sie wohl in die Tiefe gestürzt. Wir sollten runter, uns dort umsehen. Mein Herz zerbricht, wenn ich ihn ansehe. Und dann frage ich mich, ob ich ihn noch liebe. Das ist belastend. Ich schäme mich dafür und fühle mich schuldig, da ich ihn nicht liebe. Und doch liebe ich ihn. Das ist noch eine Stimme. Es kümmert mich nicht, dass wir keine Kinder haben oder dass wir arm sind, solange wir einander haben. Das haben wir uns versprochen. Ein Stück eines zerbrochenen Spiegels. Abigail war nicht allein hier. Wer war die andere Person? Ich frage mich, worüber sie sprachen. Vielleicht finden wir die Antwort am Fuß der Klippe. Das klang doch eher nach dem Geist. Also, noch einen. Das gibt's doch. Okay. Erinnere mich daran, dich niemals wütend zu machen. Yeah.
deine Wurzeln. So gefällt mir das. Ach, dann hatte ich schon einmal erledigt, die Wurzeln. Immerhin, ne? Oh. Das muss die Stelle sein, wo sie schlug mit dem Schädel ein, ja. Dor. Hier muss Abigail gestürzt sein. Na wirklich. Denkt ihr, ihr könnt es mit einem Geist aufnehmen? Achtung! Ein Schemen ergreift Besitz. Pass auf, wir haben ihn wütend gemacht. Bereit für den Einsatz. So, wie zu dem Thema wieder. Stimmen von Toten klingen hier nach. Also das ist zum Springen. Das ist der andere Teil vom Spiel. Ein Mann, der dich nur verachtet, verdient deine Treue nicht. Weißt du noch, was er dir versprach, als ihr nach New Eden kam? Er ist ein erbärmliches Mannsbild. Er zieht dich runter, um sich selbst zu erhöhen. Lass dich nicht von ihm ausnutzen, Abby. Handle! Oha. Ein Stück eines zerbrochenen Spiegels. Ein kunstvoll gefälliger Spiegel, der sich auf unheimliche Art und Weise selbst wieder zusammengesetzt hat, nachdem die beiden Hälften vereint worden waren. Er sieht unbenutzt aus, aber mit der Inschrift Edelblight versehen. Dies. Die andere Seite der Unterhaltung. Die Spiegel wirken wie Geisterfesseln. Aber ich glaube, es sind keine. Hier ist eine Abigail Rambo berichtet einer Freundin von ihren Eheproblemen. Inschrift Ethel Bly. Vielleicht finden wir in Bly Manor Antworten. Ethel. Ich frage mich, mit wem Abigail gesprochen hat. Sie klang verschlagen. Oder hatte da jemand bloß ein offenes Ohr für sie? Das bezweifle ich. Ja, ich auch, ne? Ein paar Mal da nochmal herumeiern. Jetzt ist die Frage, haben wir da noch irgendwo? Da drüben haben wir noch Fragezeichen. Aber wir können über dazu mal zuerst hier, weil vielleicht führt es uns dann sowieso hin. Weil dort steht ja noch ein Gebäude. Na, und sonst rennen wir wieder doppelt und dreifach. Und das wollen wir ja auch nicht. Schon über seine Frau ausfragen. Kinder leicht. Wenn wir nur Kinder wären. Oh Maria. Was wollt ihr? Liebe. Ihr habt Abigail aufgefordert, sich umzubringen. Sich mit seiner Frau zu streiten, ist eine Sache. Sie zur Verzweiflung zu treiben, eine ganz andere. Abigail war verzweifelt. Doch euer einziger Ratschlag war, dass sie sich umbringen sollte. Abigail hatte einen Unfall. Einen schrecklichen Unfall. Ich liebte meine Frau. Abgöttisch. Mich dünkt, der Mann protestiert zu sehr.
Eure Ehe hatte Probleme. Ihr hattet Streit mit Abigail. Ihr habt ihr gedroht. Man könnte sagen, in eurer Ehe hat es gekriselt, nicht? Man kann auch behaupten, das geht euch nichts an. Sei vorsichtig, aber bring ihn dazu, weiterzureden. Ihr und Abigail habt euch in Selby kennengelernt. Ihr habt Abigail in Selby kennengelernt, nicht wahr? Ich? Woher wisst ihr? Wie könnt ihr das wissen? Ihr habt rumgeschnüffelt. Ihr wagt es. Euer Haus wird heimgesucht. Von eurer toten Frau. Wir wollen nur helfen. Meine Frau ist tot. Und ihr wisst nicht, was mich plagt. Machen euch eure Träume zu schaffen. Habt ihr schlechte Träume? Vielleicht kann ich helfen. Oh, das bezweifle ich. Abigail hätte helfen können, aber nun ist es zu spät, nicht? Ich schlafe nicht gut. Aber mein Kopf ist klar. Unsere Nerven liegen blank. Aber wir kommen zurecht. Ja, wirklich? War Abigail ihr Glaube wichtig? War Abigail ihr Glaube wichtig? Oh ja. Sie war streng gläubig, kannte die Bibel besser als ich. Wir sprachen nächtelang darüber. Was passierte? Sie hinterfragte stets alles. Zu viel. Gottes Wort war ihr nicht mehr genug. Abigail wurde zügellos, entfernte sich von Gott, von mir, rannte direkt in die Arme des Teufels. Als sie nicht mehr in die Kirche ging, tratschten die Leute. Es kümmerte sie nicht. Jahrelang lag sie mir in den Ohren. Sei fleißig, tu was für die Gemeinde. Am Ende kehrte sie uns den Rücken. Sagt euch dieser Spiegel irgendwas? Sagt euch dieser Spiegel irgendwas? Hätte nie gedacht, den nochmal zu sehen. Er gehörte Abigail. Wo habt ihr den gefunden? An der Klippe, wo sie starb. Verstehe. Woher hat sie ihn? Wisst ihr, woher sie ihn hatte? Er sieht alt aus. Vielleicht ein Erbstück? Sie fand ihn im Wald und behielt ihn. Ich erinnere mich daran, weil wir hatten Streit deswegen. Wir hatten kein Geld und ich wollte ihn verkaufen. Sie wollte nichts davon hören. Ihre Eitelkeit ließ es nicht zu. Lügt er? Ich kann es nicht genau sagen. Die Inschrift auf dem Spiegel lässt vermuten, dass er einst eurem alten Arbeitgeber gehörte. Mehr weiß ich nicht. Abigail sagte, sie hätte den Spiegel im Wald gefunden. Ich hatte keinen Grund, ihr nicht zu glauben. Das schwöre ich. Ja, das glaube ich ihm. Habt Dank für eure Zeit, John. Gott segne und behüte euch. Abigail Rambo ging nicht mehr zum Gottesdienst. Die Frau Rambo hat dafür kein Interesse mehr gehabt. Ich finde, John verhält sich herablassend gegenüber Abigail. Er macht sie für alles verantwortlich. Sein eigenes Verhalten stellt er nie in Frage. Er weiß nicht, wie man trauert. Also wird sein Schmerz zur Verachtung. Wenn aus Liebe Hass wird. Ja, ja, jetzt sind wir dort runter. Jetzt ist halt die Frage, sollen wir da zuerst rein? Nein, ich geh mal da runter, ich mach mal da unten alles. Und dann können wir immer noch schauen. Dass wir uns da durchquetschen. Wenn dort halt was ist zum Durchquetschen. Ich laufe natürlich genau in die falsche Richtung. Und zwei Fragezeichen haben wir unten zum Erkundschaften. Ja, dann haben wir das auch erledigt. Auch nicht schlecht. Ihr solltet nicht hier sein. Aha. Er wird davonkommen. Endlich seid ihr hier. Ja, das heißt, wir sollten nicht hier sein. Ich spreche nicht nur, ich höre auch zu. Aber ich musste zuerst sicher gehen, dass ihr auf meiner Seite seid. Wir sind auf niemandens Seite.
Wir sind Verbanner. Wir sind auf niemandes Seite. Wie nobel ihr doch seid. Ihr schätzt euch sicher sehr glücklich. Warum zeigt ihr euch jetzt? Was sollte das infantile Versteckspiel? Warum zeigt ihr euch gerade jetzt? Jetzt bin ich stärker. Stärker? In welcher Hinsicht? Was denkt ihr denn, Verbanner? Du machst John zornig. Ich denke, John ist nicht nur deshalb schwermütig, weil er um euch trauert. Ich denke, ihr seid schuld. John hat sich immer nur um sich selbst gesorgt. Er ist ein einsamer, verbitterter Wicht, der vorgibt, ein Mann zu sein. Geh nicht drauf ein, Red. Ich starb am Fuß einer Klippe. Alleine. Ich litt über Stunden. Hatte furchtbare Schmerzen. Niemand hat mich vermisst. Niemand hat nach mir gesucht. John hat nicht nach mir gesucht. Ich dachte, John hätte euch die Klippe hinuntergestoßen. War er es etwa nicht? Bevor ich tot war, packte er schon meine Sachen. Er wollte mich rauswerfen. Ich hatte keine Ahnung, wie stark sein Hass war. Aber als er meine Leiche sah, konnte ich es in seinen Augen erkennen. Er war schockiert, ja, aber letztendlich erleichtert. Über den Spiegel. Wir haben Teile eines Spiegels gefunden, der einst euch gehörte. Die könnt ihr John geben. Es ist immerhin sein Spiegel. Ihr hegt so einen Hass auf John, aber ihr wollt ihm eure Besitztümer überlassen? Ist das nicht ein Widerspruch in sich? Ihr seid ein Geist, der einen Verbanner heimsucht. Ist das nicht auch ein Widerspruch in sich? Ihr seid eine intelligente Frau. Wart es zumindest. So wie ihr. Wie konntet ihr es dann erlauben, dass ein Mann euch an diese Welt fesselt? Ihr zuerst. Die Schwächen eines Mannes, der mich nicht loslassen kann, sind nicht für meine Lage verantwortlich. Was ist euch widerfahren? Was ist mit euch geschehen, Abigail? Was glaubt ihr denn, was mit mir geschehen ist? Ein Hammerhaus. Wir stellen hier die Fragen. Tut ihr das? Also, was ist mit euch passiert, Abigail? Ein Mann, das ist mir passiert. Dieser verbitterte, erbärmliche Welt trägt die Schuld. In Yorkshire hatte ich ein gutes Leben. Ich hatte Arbeit, die ich gerne tat. Ich wollte niemals hierher kommen. Ihr antwortet ausweichend. Wie war es für euch? Zu sterben, meine ich. Ich werde das nicht mit euch besprechen. Verraten. Wieder. Gescheitert. Wieder. Ausreden für den Mann, den ihr liebt. Wieder. Was? Nein. Und wie fühlte es sich an, von eurem besten Freund getäuscht zu werden? Von eurer ersten Liebe? Das reicht. Wer hat euren Leichnam gefunden? Wer hat eure Leiche gefunden? Wer erzählte John von eurem Sturz? Ich weiß nicht mehr. Spielt es eine Rolle? Eben noch war ich am Leben, in Gedanken versunken, im nächsten Moment tot und an John gebunden. Und mein Tod fand er so gut. Er war so erleichtert, so zufrieden. Ich spürte diese Gefühle. Naja, weil wahrscheinlich keine Liebe und nichts mehr vorhanden war. Und er kann sie ja nicht einfach so von ihr trennen. Das ist ja nicht einfach so erlaubt. Und deshalb war er wahrscheinlich erleichtert, dass der liebe Gott ihn von dieser Situation befreit hat. Wahrscheinlich, also wie der sich gedacht hat. Verlasst euch drauf, dass wir der Sache weiter nachgehen werden. Natürlich, wenn es euch beliebt. Er hat das vielleicht als Gottes Wille gesehen. Ne? Voller Wut und Frust wünschte John Rumble seiner Frau den Tod. Als seine Frau Abigail verstarb, war ja klar, frustriert und erleichtert, den kann man vorstellen. Das war merkwürdig. Sie war merkwürdig. Eine tote Frau mit einem lausigen Ehemann. Ist doch nichts Besonderes. Du lässt keine Gelegenheit aus, Ehemänner schlecht zu machen, oder? Wie bitte? Ich... Lass uns einfach weitermachen. Ja, besser so.
Okay. Na, dann schauen wir mal. Oh, da hinten ist eine Truhe. Der Fluch von Nuin, die bösen Träume, alles begann mit dem langen Winter und den wenigen Lebensmitteln. Zumindest wird das so von einigen behauptet. Doch das ist nicht wahr. In der Vergangenheit hatten wir alle schwere Zeiten durchgemacht, sodass wir schon das ein oder andere aushalten können. Klirrende Kälte, hungrige Wölfe und karge Mahlzeiten sind an diesen rauen Küsten keine Seltenheit. Nein, alles begann mit den Träumen. Lange, eklige und abscheuliche Träume, die sich tagelang oder sogar wochenlang im Kopf umherschwirrten. Müde Augen und Nerven. Erschöpfte Blicke und verletzendes Schweigen. Wut überwog Angst, überwog Hunger, überwog Schmerz. Wann hat das angefangen? Wer träumte zuerst von diesen Abgründen und düsteren Löchern? Wer sprach zum ersten Mal? Das war wohl es Fieber Perkins. Die arme alte Hexe, aber sicher weiß ich es nicht mehr. Diese Tage sind mir nur noch nebelhaft im Geist geblieben. Jetzt ist es zu spät, Fragen zu stellen. Wir halten viel aus, so sind wir nun mal, und mehr bleibt nicht von uns. Wofür? Bis wann? Wir halten durch, das ist alles. Die Träume sind stärker, meine sind es jedenfalls. Deshalb habe ich beschlossen, diese Worte niederzuschreiben, um all diese Ereignisse festzuhalten, falls der Fluch von Nuiden uns am Ende alle treffen sollte und falls das Schlimmste eintreten sollte, um ein Zeugnis darüber zu geben, was wir getan haben und wie wir alles ertragen haben. Lucy B. Die Blight. Die Lucy. Die Dusi. Bereit für den Einsatz. Bam. Da kommen noch mehr. Verschwinde endlich. Fertig. Schick, schick. Okay, dann schauen wir mal. Ein Fragezeichen sollte irgendwie das seitlich sein. Sieht aber eher aus, als wäre das im Haus. Mhm. Warte, ich habe schon wieder diese ekelhaften. Puh, wenn wir das einmal hinter uns haben, ja, Alter, da mache ich echt eine Echse. Was mit den Pflanzen? Okay, dann wiege ich mal froh. Wenn das zu einem Ende kommt. Das muss irgendwie. Achso. Die andere Richtung. Das muss da hinten sein. Okay. Das kann es vielleicht nur vom Haus aus irgendwie, dass da was runterführt, weil ansonsten.
Von der anderen Seite verschlossen. Okay. Ziel du auf das Herz. Ich kümmere mich um die Wurzeln. Mhm. Und den kann ich treffen. Dazwischendurch immer nicht. Antea, was meinte Abigail damit, dass du von der ersten Person, die du geliebt hast, betrogen wurdest? Nichts. Wirkte nicht so. Ich will nicht darüber sprechen, Rory. Das ist ja mal ganz was Neues. Da gab's noch eine andere Liebe. Und wie soll ich die treffen? Meisterschütze. Jahrelange Übung. Okay, jetzt ist jetzt wieder Schuh draußen. Mal das aufgeballert. Die geht aber tatsächlich dann hier rein, ne? Das muss was die sein. Die wird aber von einer anderen Wurzel noch umschlungen. Die Wurzeln bleiben nicht lange sichtbar, nachdem ich mir das Herz vorgeknöpft habe. Beeil dich. Warum schweben da die Dinge in der Luft? Ich höre ein Echo erklingen. Es ist wie ein Summen. Ich muss jetzt einmal das regeln. Na, das macht mit der Butter. Okay, jetzt haben wir es offen. Jetzt können wir den Rest wegballern. Tolle Zusammenarbeit. So. Es ist eine Ruhe.
Aber ich höre immer, Alter. Das gibt's. Ich versteh's nicht. Wie gesagt, es ist einfach... Übrigens Tagebuch 2. Ich stelle mir vor, wie John tot vor mir liegt. Ich öffne die Augen und stehe neben meinem Bett, obwohl ich doch schlafen sollte. Was geschieht mit mir? Bitte, oh Herr, hilf mir. Okay, hat sie so schlafgewandelt oder was? Für diese Tür brauchen wir einen anderen Schlüssel. Kannst du die verschlossene Tür umgehen? Worte der Vergangenheit verweilen hier. Da ist auch jemand gestürzt. Für diese Tür brauchen wir einen anderen Schlüssel. Schön, geht da irgendwas auf? Generalschlüssel, ein Schlüsselbund, der den Besitzer von Blymena gehört. Vielleicht öffnet dieser Schlüssel die Tür. Ich hoffe es. Benjamins Brief. Seit einiger Zeit habe ich eine furchtbare Wut auf Ethel. Ich weiß nicht, woher diese Gedanken kommen, aber sie machen mir Angst. Das Geschäft läuft schleppend und in den Minen gibt es Ärger, aber es gibt keinen Grund, warum ich so eine Wut auf meine liebe Frau haben sollte. Mein Großvater war ein gewalttätiger Mann und hatte seine Wut nur allzu oft an meiner Großmutter ausgelassen. Er hatte mir geschworen, nie so zu werden wie er, aber der Teufel muss einen Weg in meinen Kopf gefunden haben. Ich darf nicht vom rechten Weg abkommen. Ich muss den Teufel aus meinen Gedanken vertreiben und mein Herz läutern. Landhausversteck. War das nicht schon gefunden? Ich kann ja nichts finden, was ich. Das ist ein bisschen komisch. Na, kann nicht sein, sonst wäre ein Häkchen dabei. Keine Ahnung. Was war da hinten noch? Nochmal zum Lesen. Abbys Anmerkung über Gemälde. Der alte Mr. Bly hat mich wieder dabei erwischt, wie ich die Gemälde gerade gerückt habe und hat mich sogleich angeschrien. Diese vermaledeiten Gemälde, diese vermaledeiten Gewände. Das Haus selbst und alle darin stellen sich gegen mich. Er verbirgt etwas hinter diesen düsteren Mauern, da bin ich mir gewiss. Ich muss herausfinden, was. Es muss etwas mit diesen seltsamen Gemälden zu tun haben. Jedes Mal rücke ich sie gerade, nur dass sie kurz darauf wieder schief hängen. Ich habe herausgefunden, dass alle anderen Gemälde wieder schief hängen, nachdem ich das Schlafzimmer gerade gerückt habe. Kein Lichtstrahl, kein Glimmern. Ebenfalls ist mir aufgefallen, dass das Gemälde im Speisesaal keines der anderen Gemälde verrückt. Verändern sich die Wände etwa? In der Dunkelheit des Ballsaals befindet sich ein Gemälde, das lediglich das im Gästezimmer verrückt. Meine Gedanken wandern, wie auch die Wände wandern. Was wohl geschieht, wenn ich die Gemälde im Gästezimmer und im Arbeitszimmer gerade rücke? Und endlich ist die Dunkelheit über mich hereingebrochen. Kein Geräusch, keine Hoffnung. Der Abdruck im Samt hat die Form unseres Spiegels. Überreste einer Erinnerung befinden sich hier. Okay. Na, das ist wieder eine spannende Geschichte. Ja. Tokimi Andrasta, Skal Manfalas.
Ich brauche dich nicht mehr. Was machst du da? Törichtes Gör. Bitte. Nein. Bitte tu ihm nicht weh. Nein! Was immer das in diesem Spiegel ist, es ist kein Geist und auch kein Schemen. Das manipulierte Wesen, das sich in ewiges Herz und Kopf eingenistet hat, hat nun auch ihren Geist übernommen. Wo ist Abigail? Abigail ist nicht mehr unter uns, meine Teuersten. Ewiges Tagebuch 3, es wird immer schlimmer, ich kann ihm nicht entkommen. Und die Schuld ist allein die meine, denn obwohl er gemein zu mir ist und jeden Tag gemeiner wird, ist meine Boshaftigkeit noch viel schlimmer. Was geschieht mit mir? Bei welchem Namen sollen wir dich nennen? Immer die gleiche Frage. Du solltest doch wissen, dass sie unbeantwortet bleiben wird, Antea Duarte. Deinesgleichen schicke ich auch ohne Namen dahin zurück, wo du herkamst. Wäre nicht das erste Mal. Woher kennt sie deinen Namen? Das ist nicht Abigail. Es ist, also man könnte es Dämon nennen. Jedenfalls eine verdammte Plage. Ihr nennt uns Dämonen. Aber von wo aus wir zusehen, in der Tiefe, sind wir Engel. Ihr traurige, durchsichtige, denkende Wesen seht alles verkehrt. Was bist du? Kein Geist, kein Schemen. Was bist du? Ich bin ich, der Herold von der anderen Seite der Tore. Ja, ja, wir wissen alles über die Lehre. Nein, ihr wisst nichts. Aber das werdet ihr. Ihr werdet alles über die Lehre erfahren. Und nur dieses Wissen wird euch füllen. Abigail wollte deine Spiegel zerbrechen. Abigail hat versucht, den Spiegel zu zerbrechen. Sie wollte dich loswerden. Was ist mit ihr passiert? Bist du glücklich, Red Rory McWraith? Beantworte die Frage. Fühlst du dich innerlich leer? Was würdest du tun, um ihre Berührung wieder spüren zu können? Zu fühlen, wie ihre Finger über deine Wange streicheln? Was willst du hier? Fühlst du dich schuldig, weil du deine Familie zurückgelassen hast? War das alles ihr Opfer wert? Bist du beschämt? Willst du es aus Ifes Mund selbst hören? Deine Schwester kann nicht weit sein. Ich... Nein. Abigail wollte John schützen. Deswegen wollte sie dich vertreiben. Abigail hat ihre Wahl getroffen. Aber sie war zu schwach, damit zu leben. Was hast du mit Abigail gemacht? Sie ist hier, auf eine gewisse Art und Weise. Ich bin das Meer, tief und finster. Sie die Welle, die vergeht, wieder eins wird mit dem Ganzen, endet. Du hast von ihr Besitz ergriffen? Wie? Wir sind Freunde, allerbeste Freunde. Nein, du bist eine Lüge, ein Irrlicht in der Finsternis. Wirklich? Wenn du unter einem Baum sitzt, ganz allein, niemand, der mit dir redet, der mit dir spielt, wie schnell verlierst du dich dann in dir? Du weißt nichts von mir. Beachte sie nicht, Antea. Sag mir nicht, was ich tun soll. Trauriges, durchsichtiges, denkendes Wesen. Du hast es auf Paare abgesehen. Dein Opfer sind Paare. Du nistest dich in ihren Herzen ein und säst den Samen der Verachtung. Und wenn er gereift ist, vernichtest du sie.
Auch wir spürten dich in unseren Herzen. Ihr seid zu mir gekommen, wie sie alle zu mir kommen. Wenn alles, was ihr verloren habt, zu viel für euch wird. Sag mir, kleines Mädchen, wie fühlt es sich an zu sehen, wie die Welt dich vergisst? Antworte nicht, Antea. Du hast selbst gesagt, wir dürfen nicht mit dem Ding reden. Ich weiß, was ich gesagt habe und ich weiß, was ich tue. Dann tu es auch. Du bist jetzt der Verbanner, mach du das doch. Stimmt. Zeit, die Sache abzuschließen. Das reicht. Wir setzen dem jetzt ein Ende. Nur zu. Halt, komm zurück. Ich es hasse, wenn das passiert. Ui. Da ist was. Okay, das ist geblieben. Hinten war keine Tür. Okay, da müssen wir runter. Ich würde mich interessieren, hat sich oben bei den Bildern was verändert oder ist das jetzt geblieben? Weil das haben wir ja scheinbar alle gerade ziehen. Das ist geblieben, okay. Benjamins Tagebuch. Die dunklen Wände unseres gottverlassenen Hauses triefen vor dem Blut der Unschuldigen. Einige Wochen, nachdem ich diese Männer angeheuert hatte, einen neuen Raum unter den Anwesen freizulegen, krachte die Decke über ihnen ein und begrub sie unter sich. Die meisten von ihnen starben sofort, aber einer schrie über Stunden hinweg, während wir alles versuchten, ihn zu befreien. Stein um Stein legten wir frei. Wir konnten ihn nicht schnell genug erreichen, bevor er qualvoll erstickte. Ich wies an, den Raum zu versiegeln. Es musste sein, zur Sicherheit alle im Anwesen. Der Gestank des Todes umgibt diesen Ort und manchmal kann ich das gleiche verzweifelte Kratzen an den Wänden hören und eine Stimme, die mich Mörder nennt, als ob es meine Schuld gewesen wäre. Baby. Ich erinnere mich daran, dich niemals wütend zu machen. Teufel soll dich holen!
Damit das Spiel nicht erinnert, dass es schnell vorbei ist, ne? Offenbar. Wenn ich das Herz angreife, musst du dich um die Irrwische in den Wurzeln kümmern. Gut, dass es immer wieder sagt. Restlos abgepflückt. Von innen verschlossen. Jawohl. Wir müssen da reinkommen. Jetzt geht's hier nach unten. Habe ich schon mal erwähnt, wie gut wir zusammen sind? Hast du, aber ich höre es immer wieder gern. Oh. Der Leeris. Ja, dann machen wir eine Hüfte nicht. Bereit, die Schwelle zu übertreten? Wir haben jetzt zum Glück die Möglichkeit, zurückzureisen. Machen wir das auch gleich, haben wir das auch erledigt. Leer wandeln. Gibt es zumindest wieder Ausrüstung dann. Ja, sie bringen noch mehr Freunde mit. Verpisst euch! Verschwinde endlich! Und weiter geht's.
Ja, bin ich gespannt. Ich bin ja auch gespannt, wie lange das jetzt alles noch so gehen wird, wie lange ich noch brauchen werde, bis ich dann zum Ende komme. Wie viel sich mir da noch auftut. Ich denke, so viel kann ja nicht mehr sein. Ne? Aber wie gesagt, ne, ich möchte natürlich so viel wie möglich mitnehmen vom Spiel. Deshalb tue ich mir das hier alles an. Denkt ihr, ihr könnt es mit einem Geist aufnehmen? Beweg dich, Red. Du musst schneller werden. Der hier wird geschützt. Du weißt, dass ich auch noch da bin. Hat der Sieg gerade ihm geblättert. Gut, und das haben wir auch wieder. Wieder ein paar erledigt. Da müssen wir weiter. Hoffentlich. Nein, hier geht's nicht. Aber hier. Eieieiei. Es führt hier kein Weg rüber. Dann ist er unten. Super. Dann ist er tatsächlich hier, ne? Hier ist ein Pfad, sobald ich ihn freigelegt habe. Ja, schön für den Pfad, das ist echt toll. Weiter geht's. Es ist groß so viel, dass es halt aus, dass es lästig ist. Dass es einfach, dass du extra noch den, noch einmal 3 Schritte mehr machen musst. Na, stehen. Aber okay. Gib ihr einen Kampf. Joffrey Rhodes. Haben wir ein paar übersehen? Vorsicht! Küss mich? Hier, das ist für dich. Der Vandale macht Vandale? Gar nicht gut. Sogar in der Leere war Joffrey noch die Verkörperung der Selbstliebe. Dann haben wir den auch.
Eine tolle Sache, ne? Dauert nicht mehr lang, dann bist du frei, du Bastard! Bis zu Ende. Ich komm nicht weg, Alter. Kannst du nicht endlich sterben? Sehr gut. Plus 3. Auf alles wieder super. Ich bin gespannt, wann wir rauskommen. Aha. Genesungstrank, der macht schlank. Wiederherstellung 200, Stärke 17, Geschick, Vitalität, Reden und aber lange 30% weniger Geisterpunkte zurück. Ja, schade, ich meine, im Prinzip ist es geil, was du wirklich drei Dinge hast, gell? Aber es hat halt Vitalität und Ausdauer runter. Und zwar ziemlich hoch sogar. Wobei Vitalität. Müsste das eh wieder steigen, wenn es aufgewertet ist, wollen wir mal schauen. Ja. Aber immerhin hat der Vitalität 58. Bei 34 kommt er nur hoch. Aber 260 macht er überall. Ja, Geisterholung 260, das ist schon dann besser. Aber ich mag halt die Explosion, ehrlich gesagt, das finde ich geil. Das andere ist jetzt nicht so prickelnd. Na, passt schon. Ich habe es eigentlich aus dem Grund gemacht, weil jetzt können wir zurück und können wir ihn noch einmal vorher befragen. Das Optionale nämlich machen. Deshalb bin ich jetzt eigentlich dorthin. Muss ich gestehen. Jetzt können wir nämlich nochmal einen John ansprechen. Aber das ist ja schon scheinbar vorbei. Abigail einfangen, ja. Das optional ist, denke ich, schon weg. Also wir versuchen es jetzt nochmal. Vielleicht ist es ja. Wir sind zumindest dort. Schauen wir mal. Schauen wir einfach. Ob er mit sich reden lässt. Er ist nicht hier. Vielleicht im Haus? Na doch. Auch hier ist er nicht. Wo ist denn er hin?
verschwunden. Dann haben wir das einmal erledigt. Okay, das ist auch ein endlicher. Bly Estate. Hier haben die Rumbles wohl gearbeitet. Noch ein Spukhaus. Aber. Hey, das kommt sie früh drauf, dass sie. Na. Okay, die Gemälde bleiben gerade, also. Okay. Das ist noch immer verschlossen. Wir sind nah. Ich kann es spüren. Bleib wachsam. Ach so. Ziel du auf das Herz. Beweg dich. Bist das wirklich du? Ich dachte, ich hätte dich verloren. Ich dachte, ich... Du bist da. Du bist wirklich da. Es tut mir so leid. Alles ist gut, mein Liebling. Du musst dich nicht mehr sorgen. Ich bin hier. Wir müssen das beenden. Ich bin bereit. Es will sich John krallen. Ich gebe hier mein Bestes. Ja, aber jetzt wirklich einmal. Jetzt kommen wir runter vom Gas ein bisschen. So, warte mal. Jetzt müssen wir schauen. Das reicht jetzt, Abigail. Lasst ab von ihm. Was willst du tun? Mich verbannen? Die arme, liebe, unschuldige Abigail? Willst du uns beide in die Dunkelheit schicken?
Anthea, meine Liebe, du weißt, dass Abigail nicht mehr aufsteigen kann. Von mir und meinesgleichen gibt es kein Entrinnen. Außer ich will es so. Ich schlage einen Handel vor. Mein Angebot lautet Abigails Geist für John. John kriegt, was er verdient. Und Abigail kommt frei. Abigail, wenn auch nur ein kleiner Teil von dir noch da drin steckt, es tut mir leid. Für die Liebe muss man Opfer bringen, aber man darf nicht alles für die Liebe opfern. Eure Situation ist entsetzlich. Wir werden das beenden. Bitte nicht! Schick mich nicht nach unten! Die Hölle erwartet mich dort. Ein schreckliches Gelage. Und ich bin die Hauptspeise. Das reicht. Wir verbannen nicht Abigail, sondern den Dämon, der von ihr Besitz ergriffen hat. Ein gefährliches Spiel. John? John! Bitte, hilf mir. Abigail würde ich sofort helfen, aber du bist nicht wirklich sie. Red, mach dem Zirkus ein Ende. Zurück mit dir in die Leere, was auch immer du bist. Zurück zu deinen Meistern, wer auch immer das sein mag. Ich werde meinen Preis mit in die Tiefe nehmen und dort werde ich mich laben. Ihr alle seid zum Gelage eingeladen, aber besonders du, Anthea Duarte. Sie weiß über dich Bescheid. Sie weiß alles über dich. Und sie erwartet dich. Ihr seid tot. Ihr seid vergangen. Eieieiei. Ich... Wo bin ich? Was ist passiert? Was... Verbanner? Es ist vorbei, John. Das Wesen sucht euch nicht länger heim. Ich hatte so furchtbare Träume. Was, der Teufel? Es war ein böser Geist, einer von der schlimmsten Sorte. Ah, verstehe. Ein Succubus war es mit dem Gesicht meiner Frau. Hab Dank, Verbanner. Ich muss meine Sachen packen und fortgehen. Bitte, Verbanner, lasst mich zufrieden. Und dann geh. Okay. So, jetzt müssen wir irgendwie das Rätsel da noch lösen. Mit diesen Bildern. Das hängt jetzt schief. Und das auch. Also das ist jetzt das da. Okay, die zwei unteren hängen jetzt schief.
du das gehört? Ja, ganz in der Nähe. Versteckte Wir müssen Tür. Ins oberste Stockwerk. Dort finden wir sicher etwas. Okay. Das oberste Stockwerk, dort finden wir sicher etwas. Eine Suppe. Sehr gut. Windrose. Vitalität außer du leist 20% mehr Schaden, aber hältst 50% weniger Bannpunkte. Ja. Dass das so aufwendig ist, finde ich das Sachen halt nicht geil, ne? Aber mit den Schatzern miteinander, wenn man da über alle Kontinente da suchen können, dann über die ganzen Länder hinweg und dann, ja. Ich geh jetzt nochmal runter in den Keller. Da unten ging es ja auch noch weiter ein Stück, ne? Da bin ich ja nicht weiter. Was sagt die Karte jetzt eigentlich? Hat sie in der Stadt wieder irgendwas getan? Nein. Da hat sich nichts getan. Aber Weltfortschritt 90% haben wir jetzt dann. Okay, das ist ja... Da kann nicht mehr viel sein, weil das andere kann dann hauptsächlich fast nur noch New Eden sein. Also das muss ja, New Eden Town muss ja mindestens immer so außer seine 5-10% dann haben. Also da sind wir ja eigentlich... Wobei, oben haben wir noch In 100 Jahren wird dieser Spiegel noch immer verflucht sein, wenn wir ihn nicht zerstören. Wo sollen wir anfangen? Vielleicht könnte eine Hexe helfen. Ah. Okay, den Spiegel. Oh, okay. Ja, das müssen wir dann machen, wenn wir mit der Hauptstory voranschreiten. Seeker ist jetzt momentan für uns ja noch nicht erreichbar. Aber bald wieder. Ah, okay, ja, super. Es führt hier hin. Schön. Aber eigentlich sind wir hier so einmal fürs erste Mal fertig. Tatsächlich, ja. Da braucht man nichts mehr herumtun. Das überlege ich jetzt nochmal. Aber für was soll ich jetzt noch einmal mit das Ganze antun? Man kann zwar nochmal die Charakterwerte plus 3 erhöhen, aber. Pff. Habe ich eigentlich jetzt auch keine Lust dazu mehr. Ich möchte jetzt wirklich, mittlerweile möchte ich fertig werden. Das wäre so meine Hauptprämisse. Ich werde tatsächlich zurück in die Stadt laufen. Und von Jericho aus haben wir dann noch, wie gesagt, wir haben... diese Aufgaben, das heißt, wir müssen sowieso mal mit Cage sprechen, das ist sowieso der erste Plan. Dann werden wir die Aktivität natürlich nachgehen. Schauen wir, was die von uns abverlangt. Dann werden wir hier hingehen. Na ja, gut, ich bin ein Trottel. New Eden Town kann von uns nicht mehr viel, da kann nicht viel sein. Das haben wir tatsächlich schon freigeschalten. Ne? Das heißt, das ist ja eigentlich schon. Da waren wir ja schon. Das heißt, das andere muss wirklich dann fast noch in die Richtung da oben gehen. Dass wir da noch irgendwie hinkommen.
Okay. Ja, na, dann passt es, Freunde. Würde ich sagen, mit der Folge haben wir es dann auch. Und schaut dann wieder bei der nächsten rein. Ich würde mich freuen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.